Danke, Herr Präsident, Herr Kollege Dr. Neu. Also zunächst einmal müssen Sie die Bundesregierung fragen. Wir als CDU-CSU halten sehr viel davon, dass wir uns mal 3-4 Jahre zurückerinnern. Im Jahr 2012 waren es Politiker der Union und der FDP aus der Außenpolitik heraus, die sehr deutlich gemacht haben, dass Dublin und Schengen alleine nicht mehr greifen, sondern dass wir einen anderen Umgang mit Ländern wie Griechenland oder Italien brauchen. Das ist uns inzwischen gelungen. Und ich glaube, wir haben innerhalb Europas eine andere Kultur des Umgangs. Uns Deutschen ist sehr bewusst, dass wir Italien nicht alleine lassen können. Deswegen regen wir auch als Außenpolitiker der Union sehr stark an, eine trilaterale Partnerschaft Frankreich, Italien und die Bundesrepublik, die sich genau um diese Fragen im Mittelmeer kümmern. Auch der Marshallplan mit Afrika von unserem Bundesentwicklungsminister Gerd Müller ist der Weg in diese richtige Richtung. Ich halte hier also sehr klar fest, es reicht überhaupt nicht aus, einfach nur zu sagen, was nicht geht, sondern wir arbeiten konstruktiv mit Italien. Und es ist doch auch ein Zeichen für uns alle, dass unsere Mission Sophia dermaßen geschätzt wird, dermaßen auch von europäischen Staaten unterstützt wird, dass wir alles tun, um humanitäre Bedingungen für die Flüchtlinge zu schaffen. Eine Abhaltepolitik, wie Sie unterstellen wollen, findet ja gar nicht statt, sondern im Gegenteil, Italien bereitet sich gerade vor, Hunderte von Gebäuden, Hunderte von Liegenschaften vorzubereiten für weitere Flüchtlinge. Und die Bundesrepublik Deutschland unterstützt mit Beamten aus dem Innenministerium, unterstützt mit Polizistinnen und Polizisten. Wir sind vielfach aktiv und wir haben eine starke deutsche Unterstützungszelle in Rom, die im Bereich Sophia, aber auch Italien in der Migrationsbewältigung unterstützt. Zu Ihrem anderen Punkt mit Blick, was wir auf Libyen, libyschem Boden tun müssen. Nun haben wir einmal die europäische Grenzsicherungsmission, die aber erst dann greifen kann, wenn wir eine souveräne Regierung in Libyen haben. Zweitens sieht Sophia ja vor, an der Küste aktiv zu werden, Ausbildungseinrichtungen zu leisten und zu unterstützen in den Flüchtlingslagern. Dazu, und ich habe es angesprochen, offensichtlich haben Sie sich nicht zugehört oder sind hängen geblieben, offensichtlich ist es eindeutig klar, dass Katar und Türkei diesen Prozess behindern. Und unsere Aufgabe muss es sein, auf diplomatischer Ebene Erdogan bei den G20 und Katar durch den Besuch unseres Bundesaußenministers dazu zu bewegen, endlich Katar und Türkei zum Einlenken zu gewinnen. Ich sehe da sehr gute Aussichten, damit wir dann den Zusammenhalt Libyens und den nächsten Schritt der Mission Sophia haben. Herzlichen Dank. Die Kollegin Dr. Franziska Brandner spricht als Nächste für